Prinz Harrys Autobiografie Spee erscheint am 10. Januar. Darin berichtet der Sohn von König Charles unter anderem, dass ihn sein Bruder William körperlich attackiert haben soll. Der Vorfall soll sich 2019 ereignet haben, berichtet der Guardian vorab über das Buch. William habe Herzogin Meghan schwierig, unhöflich und grob genannt, was Harry als Nachplappern der Geschichten aus der Presse über seine Frau bezeichnet. Harry behauptet dann, der Streit sei eskaliert, bis William mich am Kragen packte, meine Halskette zerriss und mich zu Boden warf. Als ihn sein Bruder zu Boden geworfen habe, sei er auf einem Hundenapf gelandet, der zerbrach und an den Scherben habe er sich geschnitten. Ich lag einen Moment lang benommen da, stand dann auf und sagte ihm, er solle verschwinden. William sei gegangen, schreibt Harry laut Guardian, kam dann wieder und habe sich entschuldigt. Sein Bruder habe ihn zudem gebeten, Meghan nichts von dem Vorfall zu erzählen. Seine Ehefrau bemerkte später Schrammen und blaue Flecken auf Harrys Rücken, er habe ihr deshalb von dem Streit erzählt. Sie sei nicht sehr überrascht oder wütend gewesen. Sie war schrecklich traurig, so Harry. Seit ihrem Rücktritt als hochrangige Royals haben Prinz Harry und Herzogin Meghan mehrere schwere Vorwürfe gegen das Königshaus und britische Boulevardzeitungen erhoben.